So ihr Lieben, wir wollen euch natürlich den Stellplatz hier noch zeigen. Der Stellplatz hat Platz für 50 Wohnmobile, großzügig geschnittene Parzellen. Ihr habt direkten Zugang zum Chiemsee. Hier ist auch so ein Radwanderweg. Ihr habt in der Richtung ein paar Berge, die ihr begucken könnt. Was man sagen muss, der Stellplatz ist nicht ruhig. Ne? Nein, direkt an der Autobahn. Ne? Direkt an der Autobahn gelegen, wobei ich sagen muss, wir kamen gestern Abend hier an, haben wir gar nicht mehr gehört. Ne? Nee. Wir haben einfach gepennt und fertig ist. Ja, aber wir wollen euch den Platz natürlich zeigen und deswegen gehen wir jetzt mal los. Und da Betty nicht mit kann, ist Betty jetzt wieder ein bisschen Vorwitz und ist da am Gucken. Mit dem Kopf über die Cotton Balls. Komm. Die ist so neugierig, ehrlich. Sobald wir das Wohnmobil verlassen, zack, an irgendein Fenster. So, hier habt ihr die Anfahrt. Vielleicht hört ihr jetzt auch schon hier die Autobahn. Die ist natürlich hier. Die ist nicht zu überhören. So, mit einem Schrankensystem. Mhm. Sieht aber relativ neu asphaltiert aus hier, ne? Ja, und die Stellplätze selbst, da ist dann so ein feiner Kiesel drunter. Nur für Übernachtungsgäste. Keine Entsorgung für Durchreisende. An der weißen Haltelinie stoppen, Kfz-Kennzeichen wird gescannt. Okay, ein- und ausfahren. Hier ist ja alles gut beschrieben, da wollen wir gar nicht mehr viel erzählen. Alles Serviceleistung ausschließlich, die wir dann möglichst erhalten, die nach dem Check-in. Achso, die kommt dann aus dem Automaten raus, okay. Strom an jeder Parzelle verfügbar, folgen Sie den Anweisungen der Stromsäulen. Ja, so. Gehen wir mal gucken, ne? Gehen wir mal gucken. Ihr fahrt bis zur weißen Linie vor, euer Kennzeichen wird gescannt. Ja, und dann seid ihr im Grunde genommen auch schon fast registriert, ne? Ja. Und was haben wir hier? Ein Pilot. Ja, ihr Lieben, jetzt gucken wir uns das hier mal an. Wir haben gerade den Oscar getroffen. Das ist der Stellplatzbetreiber hier. Ich kann euch sagen, fünf Kerl, mit denen können wir richtig Spaß haben hier. Ja, und der hat uns das ganze System erstmal erklärt. Er hat uns erstmal das ganze System erklärt, genau. Also, bitte, liebe Leute, was wir gemacht haben, ist illegal. Wir dürfen da draußen nicht stehen. Das kostet Geld, das ist teuer, haben wir gerade gehört. Okay. Dummheit wird bestraft, deswegen müssen wir das jetzt bezahlen. Also, der Oskar sagte, ihr könnt nach Bernau in die Stadt fahren. Da ist ein öffentlicher Parkplatz. Da könnt ihr eine Nacht stehen, um die Fahrtüchtigkeit wieder aufzubauen. Und dann könnt ihr morgens hier auf den Stellplatz fahren. Aber parkt bitte nicht draußen. Wir sagen euch irgendwann Bescheid, was das kostet. So, also, wir waren ja eben bei der Schranke. Wenn ihr in die Schranke reingefahren kommt, euer Kennzeichen wird gescannt. Dann sucht ihr euch eure Parzelle. Jede Parzelle hat Strom. Es sind riesengroße Parzellen. Ihr könnt also Markise voll ausfahren, Tisch, Stühle, ihr könnt alles da machen. Wahnsinnig gut. Dann, wenn ihr das alles gemacht habt, habt ihr vorne an eurem Platz eine Nummer. Mit dieser Platznummer kommt ihr dann hierher. So, und dann habt ihr hier den Kassenautomat. Ich drücke jetzt einfach mal, wir sind deutsch. Dann könnt ihr euch hier anmelden. Die Stadt möchte wahnsinnig viel wissen für ihre Statistik. Ne? Also ihr müsst da ganz viel ausfüllen. Ihr könnt hier immer euren Aufenthalt verlängern. Dann hier Abreise und Guthaben auszahlen. Ihr könnt hier so eine, ihr braucht hier eigentlich so eine Versorgungskarte. Die kriegt ihr auch hier am Automaten oder ihr bekommt die vom Oscar und da könnt ihr Kohle draufladen. Mit dieser Karte läuft dann hier ganz viel. So, und dann gucken wir uns mal an, was hier so mit Bezahlung ist Bargeld und Karte, oder? Nee, nur Karte. Nur Karte, okay. Hier gibt's nur Karte.
Kati, Kati. So, komm mit. So, mit dieser Karte, ihr habt hier überall diese Automaten. Ich hätte jetzt noch jemand 18 Cent Guthaben draufgelassen. Können wir für 18 Cent noch Wasser holen? Ja, können wir. Jetzt war ich gerade irritiert. Ich war jetzt gerade irritiert, warum man diesen Schlauch nicht benutzen darf. Ach so, bei Flex-Schläuchen hat man eine geringere Wassermenge. Das ist mein Gartenschlauch, den ich zu Hause habe. Normal. So, hier dann einfach anschließen, hier vorhalten und dann könnt ihr Wasser zapfen. Oskar, renn nicht weg! Oskar, super Anlage. Danke. Ja, ich bin echt überwältigt und du bist so früh am Morgen schon hier. Na klar, muss ja alles auch mal ordentlich sein. Alles muss seine Ordnung haben. Genau. So, duschen, zwei Stück? Zwei Stück, ja. Genau. 1 Euro, 4 Minuten warm Wasser. Die Duschen kann man immer von außen aufmachen. Hier ist so ein Rhythmus, ne? Tür auf. Dann wird die Lampe da oben grün und ihr könnt einfach reingehen. Ja, Oskar hat uns gerade noch eine Geschichte erzählt, deswegen steht da auch nochmal überall, dass die Kassettentoiletten hier nicht entsorgt werden sollen, weil Oskar hat ja schon Sachen erlebt, da willst du gar nicht drüber sprechen, ne? Nee, leider, aber das waren dann leider externe Gäste, die uns nachts die Duschen und die Urinals mit ihren Fäkalien zugeschüttet haben, leider. Also liebe Camper, ich verstehe euch nicht. Also ihr könnt froh sein, dass solche Anlagen hier erschaffen werden, damit die Infrastruktur wächst und dann macht ihr so einen Mist. Ein paar schwarze Schafe machen und das Leben zu. Ja. Beste Beispiel hatten wir heute Morgen. Wir sind aufgestanden und haben gedacht, was plätschert denn hier so? Der Kastenwagen neben uns hatte seinen Abwassertank offen. Ich weiß nicht, ob das sein muss, irgendwo in der Natur. Vielleicht solltet ihr alle mal darüber nachdenken, wie ihr euch verhaltet. Richtig. Schauen wir mal. So, wo wir gerade hier stehen, wir haben hier direkt die Abwasserentsorgung, Grauwasserentsorgung. Ja. In einem Bodeneinlass kann man prima mit dem Wohnmobil drüber fahren, eine ganz breite Rinne, das heißt, man trifft die auch auf jeden Fall. Dann kommen wir schon weiter zur Entsorgung. Der Camper Clean. Und zwar haben wir hier einen Camper Clean, genau. Und der Camper Clean funktioniert hier genauso wie mit dem Frischwasser, mit dieser Karte. Das hat der Oskar auch eingeführt, weil die Karte bekommt man natürlich nur, wenn man Kunde hier ist, wenn man hier auf dem Platz steht. Weil er ist natürlich so nah an der Autobahn, dass alle hier angehalten haben und der ganze Platz in der Mitte voll war mit parkenden Autos, die darauf gewartet haben, dass sie ihre Toilette entsorgen können. Stört natürlich wahnsinnig die Leute, die hier auf dem Platz stehen. Kann ich verstehen. Hier habt ihr noch ein paar, wenn ihr mal was verschließen wollt, irgendwas wegpacken wollt. Fahrradtankstelle? Fahrradtankstelle ist ja immer mehr ein Thema, gerade so E-Bikes. Ne? Man hat jetzt vielleicht gerade keinen Strom genommen am Platz, wobei hier genug Stromsäulen für alle Plätze sind. Aber dann kann man hier sein Fahrradakku reinlegen, da ist eine Steckdose drin und dann, ich mach's mal auf, da oben in der Ecke. Kann man laden. Kann man laden, ne? Und dann ist das verschlossen. Schön. Rückseite. Toiletten. Drei Stück. Ja, und hier, man sieht das nochmal, man hat direkt einen Blick auf den Chiemsee. Toll. Näher kann man dem Chiemsee gar nicht kommen. Begeistert. Ah, ich bin ganz begeistert. Der erste Morgen fängt schon gut an für dich, ne? Schade, dass wir innerhalb von 48 Stunden in Kroatien sein müssen. Ich würde auch noch ein bisschen bei Oskar bleiben. Die Toilette ist zu, kostet 50 Cent. Ich habe außer eine fusselige Maske, habe ich nichts dabei. Ihr habt ja auf jeden Fall 3 Toiletten. Und ein Wechselautomat, sehe ich auch gerade. Genau. Ah, das ist auch gut, ne? Wenn man klein, man braucht ja immer Kleingeld, ne? Auf dem Stellplatz. Finde ich auch eine geile Sache. 10er und 5er gehen da rein, gut. Ja. So, dann habt ihr hier nochmal eine Karte, wie sie so aussieht, am Platz. Schön. Gut sortiert, der Mann, ne? Super gut. Super gut. So, dann haben wir hier für die Männer, die nicht auf eine richtige Toilette gehen wollen, einen noch 3 Pissoirs. Ne? 3 Pissoirs. Ja. Ich finde so Dinger immer eklig. Kann und behindertengerechte Toilette? Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig. Da ist hier auch für gesorgt. Was wir auch sagen können, der Platz ist wahnsinnig sauber. Ne? Guck mal, Pupbeutel sind hier auch für Hunde. Ja, das ist auch noch einer der wenigen Stellplätze. Also insgesamt gibt es hier wohl nur noch 2 Stellplätze, wo Hunde drauf erlaubt sind. Die anderen Stellplätze am Chiemsee mussten schon das verbieten. Auch da, weil es da wieder die schwarzen Schafe gibt, die sich einfach ihren Hund Kacker machen lassen und das nicht wegmachen. Scheiße.
Stromsäulen? Ja, haben wir hier auch mehr als genug. Sehr moderne Stromsäulen, ne? Auch mit dieser Karte hier dran halten. Ihr wählt eure Nummer, eure Steckdosennummer. Ja, und schon habt ihr Strom. Hier nebenan scheint es dann eine Hundewiese zu sein. Ja, da wird morgen schon fleißig gespielt mit den Hunden. Und sind auch wahnsinnig viele Hunde unterwegs. Alle Parzellen sind nummeriert, ne? Ja. Die Nummer brauchst du auch, die musst du im Automatenausgang auch machen. Wo sie so. Was haben wir hier für eine Kiste? Ja, das war mal ein alter Container und da haben wir jetzt über den Winter daraus ein wunderschönes Büro gebaut. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Oskars Büro mit genau. Terrasse. Ja, das heißt, da kann ich halt meine Brotzeit mal machen und ja. Ein bisschen auch aus entspannen. Und meine Kinder sind halt auch oft hier unten und meine Rose, die malt dann halt hier unten viel. Und ja, mein Louis, der ist dann mit meinem Segel draußen. Das ist geil. Ja. Schön. Das ist so ein kleines Stück Luxus, ne? Was man hat, hier zu sitzen, zu frühstücken, auf den See rauszugucken. Ja. Aber man merkt auch an dir total, du machst das mit so richtig Herzblut. Ne? Ja. Du stehst da zu 200% hinter mir. Geil. Schön. Ja, danke schön, dass du uns das alles gezeigt hast. Gerne, gerne. Wir genießen jetzt auch noch unser Frühstück. Ja. Und dann geht's Richtung Kroatien. Alles klar, tschüss. Tschüss. Neben Oskars Container ist noch die Müllentsorgung. Provisorisch. Provisorisch. Wir haben da gerade schon eine Geschichte gehört, was das hier gibt. Ja, der Oskar hat noch ganz viel vor. Das wird demnächst die schönste Müllentsorgung in ganz Deutschland. Mit einem Highlight für euch. Was denn für ein Highlight? Das verrate ich noch nicht. Das gucken wir uns an, wenn wir wiederkommen. Die Plätze sind sehr großzügig. Und ich weiß schon, wenn wir aus Kroatien zurückfahren, wo wir unseren nächsten Halt machen. Wir fahren nochmal zum Oskar. Auch große Wohnmobile passen hin. Längsplätze, ne? Ja. Gut. Ja, und wären wir gestern Abend nicht so todmüde gewesen und hätten zu Augen gehabt, dann hätten wir das Schild auch gesehen, ne? Ja. Ja, doof. Aber der Kroatien-Urlaub ein bisschen teurer. Aber man steht hier schön. Direkt da hinten ist der See. So, jetzt sind wir mal gespannt, was Betty wieder angestellt hat, während wir uns den Platz angeguckt haben. Guck mal, wie das Auto schon aussieht. Das macht auch nichts. Ich habe die Tage einen Post auf Instagram von Mr. Handwash gelesen. Der hat gesagt, ja, er hat das nicht mehr geschafft, die Keramik vorher drauf zu machen. Jetzt hat er uns so einen Quick-Detailer ja drauf gemacht. Und er hat gesagt, wenn wir wiederkommen, bleibt der Rest ja eh an ihm kleben. Lieber Markus, du hast recht. I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you. I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us? Ja, ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, was der Stellplatz hier beim Oskar kostet, das sind 19 Euro pro Nacht, also pro 24 Stunden. In der Wintersaison ist der günstiger, da kostet der 15 Euro. Ne? Ja. Aber ich finde 19 Euro, die sich wirklich lohnen. Natürlich hat man hier die Autobahn und das für Leute, die einen ganz leichten Schlaf haben, vielleicht jetzt nicht das Richtige. Aber wir haben hier wirklich direkt an der Autobahn geschlafen. Ne?
Wir haben nichts gehört. Alles gut. Das war alles. Wir waren ja auch müde. Ja, aber ich fand das jetzt auch gar nicht so schlimm. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall.